Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Naruto Uzumaki Chronicles. Im letzten Part in das Versteck der Banditen eingedrungen und mal gucken, was jetzt kommt. Naruto, you're here. Sakura, what's going on? I'm here for the mission too. This one involves the chief of the bandits you captured. Chief of the bandits? You know, the leader of the guys who attacked the ship. Don't you remember? Oh, now it's coming back to me. Right, that guy. So, you need me to beat him up? Oh, for the love. Sakura, please explain this to him. Yes, ma'am. The Shirogane clan is targeting the bandits' hideout. Huh? Why? Aren't they in league with the Shirogane clan? No. The Shirogane had them under their thumb. They were being forced to obey. In the beginning, some of the bandits rebelled, but once the clan got a hold of them, they never came back again. Ooh, ouch! They've been searching for the spirit orb on the Shirogane's orders. But then we ended up getting a hold of the orb. Though it never made it back here, thanks to a certain someone. Oh, right. Either way, the Shirogane wouldn't tolerate anything short of success. The bandit chief was afraid of that and came to us for help. He's begging us to save his underlings from the clan's retribution. So, that's our mission this time, huh? Hold it, Granny! You're actually considering helping this guy? I'm not looking for remuneration. I just want information on the clan. Besides, criminals or no, I can't turn my back on their slaughter. Yeah, I suppose you're right. All right then, Grandma. We won't let the Shirogane clan get their way! The bandit's hideout is in Hozan Temple. Sakura, you know it, right? Yes, ma'am. We'll head there now. Huh? Could this be... Could this be a mission with just me and Sakura? Oh, one more thing. Lee is already on his way there. He'll be working with the two of you. Dang it! Bushy Brow's along for the ride. Come on, what are you spacing out for? Let's go! So, damit ist unsere Mission bestätigt. Wo wir hin müssen, wir müssen die Banditen retten. Ich gucke nochmal bei Levelaufstieg, aber ich denke mal nicht, dass wir irgendwas machen können oder müssen. Nee, damit lässt sich nichts anfangen. Sakura, du gehst mir ja... Ich mag zwar Sakura, aber... Nee, die ist mir zu lahmarschig, deswegen spiele ich die auch nicht. So, da oben hat sich eröffnet. Zum Tempel. Hozan-Tempel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, also. Seit längerem nehme ich mal wieder auf, weil ich kann die Woche nicht aufnehmen. Was nämlich zur Folge ist, was heißt hier aufnehmen? Nochmal zum Anfang. Ich kann die Woche nichts hochladen, wegen das Internet spinnt mal wieder. Und ja, damit nutze ich doch lieber die Zeit, um schon mal was vorzuproduzieren. Aber ich kann, wie gesagt, die Woche auch nur abends aufnehmen, weil bei uns im Haus was gemacht wird und da müssen die bohren und das ist dann, hört man wahrscheinlich in der Aufnahme, deswegen lasse ich es dann lieber. Tagsüber nehme ich dann aufnehmen zu wollen, deswegen immer so gegen abends, so 18 Uhr rum. Werde wieder einiges vorbereiten, werde meine Festplatte so gut wie es geht voll machen. Je nachdem auch wie Lust ich habe. Aber ich muss ja wieder was aufnehmen, weil das muss. Natürlich mache ich das ja wie gesagt freiwillig, aber trotzdem, man möchte irgendwie die Leute, die einen abonnieren, doch schließlich nicht enttäuschen, indem man dann einfach erstmal wieder
Ich sag mal, wenn man keine Lust hat, nichts aufnehmen und nichts hochladen und so, ihr kennt das ja. Da ich ja sowieso Ferien habe, daher will ich auch die Zeit nutzen. Das habe ich ja auch schon in den Videos davor gesagt irgendwie und ja. So, wir sind angekommen. Ach ja, noch eine kleine Bemerkung, denn ich habe ja, ich glaube, vor 2 Wochen, glaube ich, gestreamt. Ja, da habe ich meine Rebuy-Bestellung gezeigt. Ja, ich habe jetzt auch den ersten Teil von Uzumaki Chronicles. Werde da demnächst auch mal reinschauen, so spät abends. Und mal gucken, wie das Kampfsystem ist, wie die Story ist und so. Vielleicht mal versuchen, mal sehen, wie fern ich Lust habe. Dementsprechend auch so weit wie möglich zocken. Und mal gucken, also wenn es wieder um Leveln geht, dann werde ich natürlich auch, also wenn man dann mit den Charakteren, die man gelevelt hat, auch weiterspielen kann, also so ein neues Spiel plus anfangen kann, dann werde ich selbstverständlich erstmal leveln, so gut wie es geht, und dann halt das Let's Play machen. Weil das ist es dann immer ein bisschen besser, als wenn ich dann, natürlich bei RPGs, wo ich da keine andere Möglichkeit habe, als immer wieder neu, also dann mit einem neuen Spiel auch komplett von vorne anzufangen, dann bleibt mir keine andere Wahl. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, ein neues Spiel plus zu machen, dann ziehe ich da das in Erwägung. Es sei ein Dark Souls, weil dann denke ich mir mal, werde ich doch lieber neu anfangen und ja, mal gucken. Aber das liegt ja noch in weiter Ferne, da ja meine PS2-Spiele so gut wie unausschöpflich sind. Es sei denn, ich hole mir irgendwann nochmal eine Elgato, dann vielleicht mal zu Weihnachten oder so. Dann werde ich, habe ich ja wie gesagt eine zweite und kann dann halt die Let's Plays, die ich angefangen habe, wie zum Beispiel Dynasty Warrior 6, was ich ja hätte schon längst beendet hätte können. Dann hätte ich, wie gesagt, mit der zweiten Elgato die Möglichkeit, dann noch andere Spiele parallel laufen zu lassen. Aber da muss ich dann halt immer wieder gucken, ne? Da ja die Einstellungen momentan optimal sind, gerade für die PS2-Spiele, muss ich mir das nur ordentlich rotieren. Und dann, was habe ich? Eine Geheimrolle? Das muss ich nochmal gucken. Geheimrolle verbessert alle Fähigkeiten. Naruto, was kriegst du? Dadurch, wenn ich mir das notiere, ist dann natürlich auch für mich besser, ne? Bloß bei den Xbox-Titeln und PS3-Games ist dann immer wieder nochmal so eine dass ich das immer wieder korrigieren muss, vielleicht erst nach Spiel, ist das ja dann wohl klar. Weil wer mich schon länger verfolgt, weiß nämlich, dass ich so ein Gewohnheitsmensch bin, sag ich jetzt mal. Einmal eingestellt und dann fertig, ne? Ja, aber da muss ich ihm halt durch, ne? Mein Upload-Plan für heute, also Aufnehmen-Plan für heute, den 10.7. Ich habe da ein Infovideo hochgeladen, extra, dass ich, wie gesagt, kein Video hochladen kann momentan, weil das Internet einfach immer wieder abbricht. Ja, ich habe auch das Internet mal zurückgesetzt von meinem Laptop. Und trotzdem spinnt das Internet immer noch, also liegt das nicht daran, dass der, sag ich mal, kein Signal empfängt oder so. Deswegen wird das vermutlich, wie gesagt, so sein, dass es an einem Anbieter liegt. Ich werde mal da mich mal ein bisschen schlau machen und mal gucken. Werde ich mir mal einen Techniker zu Rate ziehen, der sich den ganzen Shit mal anguckt. Also jetzt von nichts hier, ja, Technikabteilung, ich prüfe das nun mal, und dann heißt es dann immer, ja, es läuft eigentlich alles okay und so. Das kann ja irgendwo nicht sein, weil ich bezahle 30 Euro für das scheiß Internet, wo auch nicht mal die 16.000 ankommt, was ich wirklich erbärmlich finde. Und man muss halt den Mist bezahlen. Das ist einfach nur Scheiße, ist das. Wenn man nur Scheiße kriegen tut, soll man auch die Scheiße nicht bezahlen. So. Ist ja bei jedem Ding auch. Wenn man sich irgendwie Brötchen kauft und kriegt dafür ein halbes Brot, dann denkt man sich auch, das habe ich nicht bestellt, sage ich jetzt mal, und dafür bezahle ich auch nicht. Macht die auch Sinn.
So, hier gibt es auch, wie gesagt, jede Menge Kisten, wo man auch ganz gut rankommt. Auch jede Menge Gegner. Wie gesagt, wenn ich komplett neues Spiel gemacht hätte, das würde sich ewig hinziehen. So, hier weg mit euch. Vor allem nehme ich dieses Endlos-Chakra. Ist das halt, wie gesagt, richtig geil, die Jutsus auch hin und wieder mal einzusetzen, obwohl ich es eigentlich nicht brauche, ne? Weil, wie man ja auch merkt, dass ich mit den Taijutsu, also mit den ich nenne es einfach Taijutsu, ich gehe davon aus, ihr habt das nämlich im ersten Part schon kapiert, wo ich das ein bisschen erklärt habe. Wie gesagt, wenn irgendwo noch Erklärungsbedarf steht, ihr könnt unter jedem Video nämlich immer mal Fragen hinschreiben zum bestimmten Spiel oder so. Dann werde ich natürlich auch drauf eingehen, also das ist kein Ding, also ich kriege eh nicht so viele Kommentare daher. Wenn Fragen sind, auch für Newcomer, stellt sie ruhig, wie gesagt, weil ich habe auch vor einer Zeit, vor 2 Tagen oder so, habe ich ein Let's Play verfolgt von jemandem, so ein Strategiespiel, und da kann man auch eine Welteroberung machen. Das ist wiederum auch sehr schwierig, da das nämlich ein Spiel vom Paradox ist. Also, so heißt das Studio. Und die machen sehr komplizierte Strategie-Wirtschaftsspiele. So. Und da habe ich halt die Frage gestellt an den YouTuber, ob er schon mal oder ob demnächst mal so eine Welteroberung startet. Weil, wie gesagt, es ist sehr schwer. Und ich als erstes kriege ich zu hören, nämlich hier, dass ich doch ein dummer Mensch bin und sowas, dass ich mich nicht informiere und all so möglichen Scheiß. Hab natürlich nicht drauf geantwortet, weil das hätte sonst noch eskaliert und darauf hatte ich eh keinen Bock. Wo ich mir einfach nur denke, hier, ich mach's einfach besser, selbst wenn irgendjemand Fragen tut, weiß ich, wie gesagt, auch damit zurecht. Ne? Wenn Fragen bestehen, beantworte ich sie auch. Es sei denn, sie werden immer und immer wieder gestellt, dann tue ich natürlich das dann auch dementsprechend selber hinweisen und ohne Beleidigung oder so. Aber die Welt ist voll von dummen Menschen, sage ich so, wie es ist. Ein Wunder, dass nämlich Naruto dieses Wort kennt, extravagant. Obwohl er eigentlich nicht zu den schlauen Charakteren gehört. Ja, und als falsche Taste. Moment, so. Wir haben jetzt auch Rock Lee in unserem Team. Den werde ich jetzt auch mal ein bisschen zeigen. Er hat auch einen Erwachen-Modus. Wer die Serie kennt, weiß, was es damit auf sich hat. Und zwar öffnet er die 8 inneren Tore, die ihn zum Beispiel mehr Chakra zur Verfügung stellt. Wir kennen es ja von auch im realen Leben, dass der Mensch nicht 100% seiner Kraft oder seines Verstandes oder so war das auch einsetzen kann. Ne? Weil irgendwo muss ja, sag ich jetzt mal, eine Grenze sein, ne? Und hier durch dieses Jutsu, die 8 inneren Tore, kann er nämlich ich vergaß, hier unten sind ja auch noch Truhen. Kann er das, wie gesagt, die 8 inneren Tore öffnen. Fragt mich jetzt nicht, wie die einzeln heißen. Dafür habe ich schon eine Weile die Serie nicht mehr geguckt, weil ich habe die
Naruto-Serie habe ich komplett bis Shippuden Box 12. Ich habe die bis jetzt nicht weiterhin gekauft, weil mir einfach der Preis zu hoch ist für zwei DVDs mit vielleicht mal 10 oder 8 Folgen. Da ist mir einfach das Geld zu schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hat nämlich Kase richtig Scheiße gebaut, indem sie sagen, oh, wir machen jetzt nicht mehr so, sag ich jetzt mal, ja, verkaufen die jetzt nur, genauso teuer, abgesehen davon machen wir mehrere Boxen, die schwach Idioten, sag ich jetzt mal, werden es schon kaufen. Also ganz ehrlich, also bei bestimmten Boxen, wo man da sagen tut, oh, wir machen da zwei Boxen draus, die zwei DVDs für 55 oder 45, also ganz ehrlich, das muss nicht sein. Also das ist wirklich scheiße. Also da warte ich lieber, bis die Serie komplett auf die Boxen erschienen ist, warte dann noch ein bisschen, dass ich bei den Preisen vielleicht nur noch 40 pro Box bezahle und das ist dann schon, tut mir dann nicht so sehr weh, das Geld. Und naja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich die Boxen alle habe, ne? Dann würde ich mich voraussichtlich an Yu-Gi-Oh! Setzen. Das sind natürlich die gecuttete Versionen. Aber ich sag mal so, gucken tut man es trotzdem, weil man es damals auch so gesehen hat im Fernsehen. Also da störe ich mich wenig dran, ne? Wenn die natürlich zu Ende sind, werde ich mich dann an One Piece wagen. Oder? Ne, vor One Piece werde ich mir dann wahrscheinlich noch parallel High School DxD die DVDs erst nochmal ranholen. Weil mir fehlen noch die ersten zwei von der ersten Staffel. Ah ja, wir werden gezogen. Welche fehlen mir noch? Die komplette dritte Staffel. Und jetzt kommt ja demnächst die vierte raus, die ja, glaube ich, der Abschluss ist, hoffe ich zumindest. Es sei denn, ich finde dann irgendwo mal, dann bringen sie so eine Komplett-Edition raus. Also, wo, ich sag mal, die kompletten erste Staffel, komplette zweite Staffel und so. Da werde ich mir überlegen, dass ich die Staffeln, die ich jetzt, wie gesagt, momentan habe, auf DVD, vielleicht dann verkaufen. Natürlich werden sich dann einige sagen, hier, wieso bist du nicht auf Blu-ray umgestiegen? Ich gucke zwar die meiste Zeit über die PS2 meine DVDs oder über die PS4 gelegentlich, wenn ich am Schreibtisch bin, wenn ich dann zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, ja, Videos hochlade oder so, ne? Daher gucke ich meistens auch, wie gesagt, nur über die PS2 und die PS2 liest halt eben halt nur DVDs und ich hole mir keinen Blu-ray-Player und natürlich halten sich Blu-rays, also die Blu-rays ziemlich gut gegen die DVD, weil es werden ja immer noch mehr DVDs verkauft als Blu-ray. Obwohl eigentlich da nicht so viel Unterschied ist, muss ich sagen. Abgesehen, dass da vielleicht das Bild ein bisschen schärfer ist oder man hat Zusatzinhalte, sage ich jetzt mal, so Extras von der DVD, so Outtakes oder so ein Scheiß. Und daher kaufe ich mir keine Blu-rays. Und warum mit Blu-rays jetzt anfangen, wo ich alles nämlich, also die meisten Filme auf DVD habe. Jetzt zeige ich euch mal was hier. Das ist auch so ein geheimes Jutsu. Oh, nein, 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 nicht runter. Der geheime Lotus heißt es. Wer es natürlich besser weiß, der kann mir natürlich, wie gesagt, auch jederzeit in die Kommentare schreiben. Natürlich ist es fragwürdig, warum Lee nämlich Chakra hat, weil natürlich hat er Chakra, aber er kann, wie gesagt, keine Jutsus in diesem Sinne anwenden, weil alles, was er hier anwendet, ist jeweils Taijutsu und ja. Ich werde jetzt auch erstmal dieses restliche Kapitel mit Lee spielen, weil der einfach schneller ist und auch eigentlich ganz gut gelevelt ist, da der, wie gesagt, ich habe mich regelrecht auf Taijutsu hier in diesem Spiel fokussiert. Wenn es natürlich irgendwie irgendwann mal ist natürlich in der Mache, wird dieses Jahr, glaube ich, noch erscheinen, Ende dieses Jahres, so ein einfach nur so ein meine also Moment. So, ein, ja, nur Online-Spiel, sag ich jetzt mal, wo man seinen eigenen Charakter erstellt und, ja, halt Jutsus lernt und so Missionen erfüllt,
und sowas. Habe ich schon die Beta gezockt. Die war ja für die PS4 kostenlos. Ich weiß nicht, wie es auf der Xbox ist. Ja, fand ich regelrecht interessant. Ich habe zwar mit niemandem zusammengezockt oder so. Ich muss mal gucken, ob ich mir das mal zulege. Also, sah schon, wie gesagt, sehr interessant aus. Jedenfalls besser als die Storm-Serie, muss ich sagen, weil Storm hat man ja, wie gesagt, nur eine Arena, die auch wirklich aussieht wie eine Arena. Also man hat da Abgrenzung und das war's. Hat man natürlich in diesem Online-Spiel auch. Aber es kommt einem viel größer vor und man hat viel mehr Möglichkeiten. Man kann an den Wänden richtig langlaufen, wie man es in der Serie auch kennt und so, und kann viele Dinge machen. Also ich kann es nur empfehlen. Ich weiß jetzt nicht den vollständigen Namen von dem Spiel, aber die Kenner, sage ich jetzt mal, oder die Fans, die darauf warten, die wissen halt, wie gesagt, wie das Spiel heißt. Wenn natürlich die Frage gestellt wird in den Kommentaren, da kann ich natürlich dann nachgucken und kann euch dann auch dementsprechend auch die Frage beantworten. Ist ja kein Thema. Alter. Natürlich könnt... Ja, komm, wir machen das mal. Wir öffnen mal die 8 inneren Tore. Dadurch ist Lee nicht nur schneller, sondern auch stärker. Und ich weiß nicht, wie der Einzelne nämlich die Serie verfolgt hat. In der Serie ist es ja so, wie gesagt, gerade gegen Ende ist es richtig geil. Ich habe das Ende zwar noch nicht gesehen, aber von das, was ich gesehen habe, ich habe mich natürlich auch spoilern lassen durch die, sag schon, wie heißt denn das, durch die Storm 4, was ich ja auch halt da keineswegs blöd finde, weil ich habe nichts gegen Spoiler, keineswegs. Und ja, daher weiß ich ja, was drauf zukommt, deswegen, aber ich werde es nicht sagen. Was haben wir hier? Was, nur Chakra-Kugeln? Sonst nichts? Ach, da kommen ja noch welche. Aber wir müssen die, glaube ich, töten, damit da hinten die Falltür offen geht. Ach ja, wir haben ja auch noch hier unsere Moves hier. So. Dynamic Entry. Das war so geil in der Standard, also in der nur der Naruto, ich meine jetzt nicht Shippuden, sondern Naruto nur, wo Naruto mit Hiraya unterwegs ist, um Tsunade zu suchen, wo sie da gerade gegen Itachi gekämpft haben und die sind abgehauen und dann auf einmal Gai kommt und setzt dieses Dynamic Entry ein und haut Hiraya voll in die Fresse und da sah dann total Panne aus. Also für alle Anime-Fans, die noch nicht Naruto geschaut haben oder es überhaupt nicht kennen, allgemein die Naruto-Serie, damit beziehe ich auch Shippuden rein. Und ja, sollten sich das vielleicht mal zu Gemüte führen. Geile Story, gerade wenn man sich darauf einlässt, obwohl Shippuden die ersten 2-3 Staffeln sich sehr ziehen tut. Gerade die erste Staffel, das merkt man da, dass der, das habe ich auch damals bei RTL 2, wo das damals lief noch, habe ich mich auch sehr schwer getan, jede Folge mitzugucken und ja. Aber damals liefen halt zu der Zeit, wo Shippuden kam, auch schon ein bisschen davor. Oder müssen wir die. Moment mal, ich glaube, ich muss Naruto spielen. Naruto, komm mal vor. Damit die zeigen können, aha, da ist eine Falltür, die muss ich öffnen. Untersuchen. Ja, komm. Also war dieses Kanonenfutter jetzt total unbrauchbar. Ich spiele erstmal, holen wir wieder Rock Lee raus. Ich glaube, es kommt jetzt eine Cutscene. What's going on here?
Why are the hidden leaf ninja helping us out? Your leader sought help from our Hokage. Oh, I see. Please, you've got to help the rest of the gang. There are still some left. Relax. How many are we talking about here? There are still five of us nearby. Please hurry. I beg of you. Leave it to us. We'll rescue them in no time. Oh ja, wir müssen es ja hinkriegen. Wir haben zwar die Aufnahme Rette die Banditen, die von den Marionetten angegriffen werden. Natürlich habe ich eigentlich schon längst mein Limit überschritten. Aber da ich ja sowieso jede Mission in ein Part packe, ist mir das, wie gesagt, ja, vollkommen Rille. Dauert dann zwar nur ein bisschen mit dem Hochladen, aber in den Ferien, wenn das Internet bis dahin auch wieder ordnungsgemäß funktioniert, ist das mir auch vollkommen wurscht. Ich habe ja auch noch den einen A Way Out, also den zweiten Part von A Way Out noch auf der Festplatte, den ich ja auch noch hochladen muss. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Tage das Internet wieder funktioniert und dass ich dann wieder hochladen kann. Dann werde ich natürlich voraussichtlich erstmal A Way Out hochladen, den nächsten Part. Und dann, andere Parts hochladen, weil A Way Out ist 5 GB, über 5 GB groß und das dauert dann auch wieder extrem seine Zeit. Obwohl das Video eigentlich schon gerendert ist, dauert das ewig. Wie gesagt, das ist wegen meiner Internetleitung. Wenn ich, wie gesagt, eine bessere Internetleitung hätte, würde ich auch mehr Videos am Tag bringen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, damals, wo ich angefangen habe mit YouTube, also jetzt vor 3 Jahren, intensiv mache ich es erst seit 2 Jahren, vor 3 Jahren ging das noch, also da hatte ich keine Probleme großartig, da hat zwar auch kam auch nur ein Video am Tag, da habe ich aber auch, das war Assassin's Creed 2, da habe ich aber glaube, eine halbe Stunde Parts glaube gemacht, wenn ich mich noch irre, und ja. Das war dann auch so, ja, da habe ich mir auch, wie gesagt, orientiere mich auch meistens immer an andere YouTuber ein bisschen. Hauptsächlich habe ich mich an TMW Astref orientiert, weil es mein Lieblings-YouTuber ist. Grüße gehen raus an dich, wenn du die Part hier siehst. Lass ruhig mal einen Kommentar da, wenn du öfters mal reinguckst, ne, Kumpel. Er ist, wie gesagt, hat seinen alten Kanal damals schließen müssen. Die Gründe sagte er selbst in einem Video, da müsst ihr selber mal drauf schauen. Und macht neuerdings auch schon Zeit, ich sag mal, schon eine gewisse Zeit wieder YouTube. Wir sind fast immer, was Abonnenten angeht, immer gleich auf und so. Ich gucke auch regelmäßig seine Streams am Donnerstag, Samstag und Sonntag von 18 Uhr bis 20 Uhr, jeweils 2 Stunden. Und mir wird er nie langweilig, also ich kann den mir immer und immer wieder angucken, gerade Final Fantasy, voll der Final Fantasy Pro, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, schaut auch mal rein, genauso wie bei Astral oder Fox oder Wesker, weil die freuen sich auch über Neuzugänge und weil die werden sich genauso freuen wie ich, wenn ich neue Abos kriege und die natürlich auch fleißig kommentieren und so, weil Abos sind ja nicht alles und ja, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Hör mal auf hier zu deine Klingen zu schwingen, ja, du steh auf. Also ich rechne schon damit, dass wir hier 35 bis 40 Minuten haben hier, aber da immer so eine kleine Cutscene zu machen, also ich lasse lieber abspielen, nicht wenn der eine oder andere was sagt oder einen Hebel betätigt, der irgendwie versteckt war. Und dann heißt es, ja, hast du dich nicht gezeigt und so, ne? Man kennt das ja nicht anders. Deswegen lasse ich es lieber laufen, anstatt es wegzudrücken. Alright, this is the third one. There should be 2 left. There is not any other place they could be hiding.
So. Mal gucken. Hier können wir was machen. Weil man hat es ja förmlich gesehen, das schreit schon förmlich. Hier hinter ist ein Schalter. Da werden wir noch nicht hingehen, weil das schreit schon förmlich nach hier Hauptweg. Aber hier ist ja auch noch einer. Damit geht garantiert das Gatter da drüben hoch. Damit sollten wir ja, wie gesagt, dann auch ja, reingehen können. Natürlich habe ich, was ich noch sagen wollte, ich habe bei den Einstellungen jetzt erstmal nichts weiterhin geändert. Also mein Pegel schlägt zwar immer wieder aus, es kann aber sein, dass ich hin und wieder mal zu leise bin. Ansonsten muss ich nochmal mein Mikrofon noch etwas höher stellen, aber ich hoffe, es geht trotzdem für euch klar. Ansonsten, wie gesagt, ich werde mir ja die Parts nochmal anhören und reinschauen und werde dann selber, ja, wie gesagt, entscheiden, reicht es nicht, und ich werde, wie gesagt, auch nicht unbedingt jeden Tag schreien und so, ne? Man hat ja auch noch Nachbarn, und man, bei denen man sich nämlich richten muss und so. Ja. So, jetzt haben wir auch noch jede Menge Items. Waren, glaube ich, nur Geweihe, wenn ich das richtig gesehen habe. Die lassen sich schön verkaufen. Don't look like total amateurs. Are you a member of the Shirogane clan? Yes, I'm Menno of the Shirogane 3. If you've come to interfere, you're gonna be asking for it. Ha! You're the one who's asking for it, lady! You don't really think you're a match against my clan's puppets. Let's see how big your talk is after going up against these guys. Of course, that's if you have the time to do that much. What do you mean? Think about it. Maybe it'll come to you. Of course, it'll probably be too late at that point. See ya! So, wir müssen so schnell wie möglich hier raus. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich heute damit hier fertig werde mit dem Spiel. Der Unterschlupf stürzt ein. Flieh, solange noch Zeit ist, sonst werdet ihr alle umkommen. Nutze den Dreieckssprung, um zum Ausgang zu gelangen. Ja, den müssen wir öfters mal vielleicht anwenden. Ich gehe einfach immer irgendwo random mal lang. Aber ich habe, wie gesagt, mich noch nie irgendwie hier, dass ich jetzt hier die Zeit abgelaufen ist und bin nicht rausgekommen. Das war noch nie der Fall. Hier ist nichts. Aber ich werde mich diesmal hier nicht so lange aufhalten, weil, wie gesagt, das Video geht ja schon etwas länger. Das ist eh nichts. Kamera. Ah, hier ist noch was. Ration. Die geben, glaube ich, Chakra wieder. Das brauche ich nicht. Wir sollten aber auch, wie gesagt, auch genug Zeit haben, um rauszukommen. Weil, wie gesagt, die Gebiete sind hier nicht sonderlich groß.
Scheiß auf die Kisten, wenn irgendwo noch Kisten sind. Ah, gut. Puh. Ich glaube, da hinten war noch eine Kiste. Aber das ist mir vollkommen wurscht momentan. Denn ich will hier raus. Denn wir alle hassen Missionen auf Zeit. Suggesting your abilities surpass those of my puppets. Darn it. Let's invade the Hidden Leaf Village. What? The spirit orb is in their hands, and they rescue the bandits as well. So, we invade the Leaf Village now, and kill two birds with one stone. Exactly. One small problem. I have heard word they have lost the last orb. It slipped from their grasp, and now they don't know where it is. You two should resume the search for the orb. And what do you plan on doing? I'll take care of the bandits that they're sheltering. If they blab anymore, this will all turn into one big headache. Indeed. When I catch up with those Leaf Ninja, I'll make them pay for all this. Go! We must hurry. We must hurry and revive it. Aha, die geistige Kugel haben wir nicht, aber ich glaube, ob die... Ach ja, doch, er hat ja gesagt, er wird uns vermutlich angreifen. So, das ruhig versuchen, wir haben die besten Ninjas in dem gesamten Feuerreich. Jetzt werde ich erstmal wieder Naruto spielen. So. Ich halte mich nicht zurück, nur weil ihr Frauen seid. Ah, Geld. Geld regiert die Welt. So. Ich glaube, Rock Lee können wir dann nochmal aufleveln. Ein Kampf jagt den nächsten. So, komm her. Ihr seid lahm, deswegen. Ich glaube, wir kriegen wir eh nur 28 bis 30, okay? Ja, besser als gar nichts, weil Kleinvieh macht auch Mist. So, die Zeit nehme ich mir noch fürs Aufrüsten. Aufrüsten, sage ich immer, zum Aufleveln. Das Video geht eh schon zu lange, aber was soll's. Ich meine, selbst der eine Metal Gear Part ging auch ewig. 30.000. Na, mach mal Verteidigung. So. Oh, ich wollte noch... Okay, mach ich Rock Lee offscreen. Scheiß drauf. Oder wenn er das nächste Mal drin ist. Geh in Hokage-Raum. So they sent in that many puppets? Yes, and that does not even include the ones surrounding the hideout.
No matter how many you destroy, they just keep coming. Looks like they're getting their military strength back. But thanks to you three, we were able to get information from the chief. Really? Yes. He says he overheard one of the clan talking once, and apparently, the Shirogane used to live on the border of the Land of Wind. But after starting a rebellion against the Five Nations, they perished. A rebellion? Are you serious? So, they have had quite a past. They were a small clan, though, with little in the way of historical record. But ma'am, if they lived in the Land of Wind, there may still be records in the Hidden Sand Village. You're right. We should contact them. You three did well. Rest up and prepare for your next mission. The Shirogane clan were terrifying enemies. But we cannot lose. That's right! I'll blow them away! Me too. Let us join our efforts together, Naruto. We just got through a mission. Where do you guys get your energy? Wo wir unsere Energie herkriegen, willst du nicht wissen. Ja, Leute. Das war's wieder mal für den 6. Part. Ich werde, wie gesagt, jetzt offscreen noch kurz Rock Lee mal reingucken. Ob er nämlich, genug hat. Dann werde ich noch die ein paar Gegenstände verkaufen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also, haut rein, Leute, und ciao.